Hallo Leute und willkommen zurück bei Paper Mario. Wir sind immer noch in der Festung des Kristallkönigs und lassen Semni verwirrt sein. Ah, es funktioniert tatsächlich. Hier ist alles sehr, sehr spiegellastig, haufenweise Illusionen. Ein sehr, sehr interessanter Dungeon, wie ich finde. Habe ich so noch nicht gesehen in dem Spiel. Also nicht in der Art, mit Illusionen und bla, das hat man schon mal gesehen, aber das war was anderes. Das hier ist echt mal eine ganz, ganz eigene Kiste. Und ich finde es cool, dass es gemacht wurde. So. Nein? So? Anscheinend ist doch nichts mehr. Es war einfach bloß, um das zu zeigen, was wir tun sollen. Hier ist jetzt eine kleine Statue. Was sollen wir tun? Beim Bett schon wieder? Hilfst du vielleicht? Nein? Wir können es doch verschieben, wollte ich sagen. Epischer Blick gerade von Mario. Also wirklich super, super. Schon wieder die Typen. So, ich auch nicht das. Weiter. Erstmal ordentlich zusetzen. Gut, und haben wir irgendwas, was auch alle in der Luft trifft? Nee, aber wir haben was, was alle paralysiert. Das werde ich jetzt mal machen. Mitglied wechseln. What the fuck? Egal. Das, gehört nicht her. Ah, ich hoffe, das reicht aus. Drei bis vier Runden ist okay. Damit lässt sich doch was anfangen. So, erstmal dich da oben. Du bist tot. Und als nächstes wieder wechseln auf weiter in Akumbare, weil ich nicht so viel Blütenpunkte verbrauchen will, weil ich habe zwar einen Sirup, aber der macht ja auch nicht so viel mehr. Und ich habe das Gefühl, der Dungeon dauert noch einen Moment länger. Vor allem, wenn Semni sich blöd anstellt, wie gerade eben. So, bei denen hier habe ich ja noch eine Runde länger Zeit. Also müsste es jetzt eigentlich hinkriegen. Eigentlich. Wörter wie wenn und eigentlich. Du hast, nichts, was vor dem Wort aber gesagt wurde, ist etwas wert. Ist ein altes Zitat, ich weiß nicht von wem, ich habe es aber nicht aus meiner Serie gehört. Fand ich aber, das trifft es ganz gut. Und das gleiche, finde ich, kann man auch auf wenn machen. Oh, du bist wunderschön. Wenn du dieses Kleid hast. Wenn du dein Gesicht unter einer Papiertüte versteckst. Sowas zum Beispiel. Okay, das war jetzt ein sehr fieses Beispiel, gebe ich ja selber zu, aber... Naja. Oh, senkt erhöht Angriffskraft und senkt Verteidigung. Also das genaue Gegenteil von dem gerade. Wenn ich diesen Angriffs-Plus-Orden habe, werde ich darüber nachdenken. Denn, dann kriegen wir gleich zwei Angriffe mehr und dann erledigen wir Kämpfe so viel schneller, dass es sich wieder rechnen würde, denke ich mal. Aber ich finde es cool, dass es diese Orden gibt. Rein prinzipiell. Weil die geben ja immer noch mal so ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten an den Charakter. Für den Charakter. Und das finde ich kann nicht schaden, weil... Man muss ja jetzt sagen, was das Ausrüsten angeht, ist Paper Mario jetzt nicht so der Hit. Aber wie gesagt, für die Zeit und alles, und vor allem für die Konsole, extrem geil. Ah, dadurch wurdest du auch verschoben. Dann schätze ich mal, kommt hier noch ein Kampf und dann der Schlüssel. Ja, es kommt noch ein Kampf. Yeah! Okay. Ich will es schnell haben. Und dafür verbrauche ich auch gerne die Punkte jetzt. Auch die Blütenpunkte, die gleich noch nachfolgen werden. Denn diese
denn alles, was hier mit den Kamiks ist, geht mir zu Wasser auf die Nerven. Vor allem, da die Grauen durchsichtig machen können. Und das will ich nicht. Mitglieder wechseln. Cooper! Yeah! Fähigkeit! Burn! Yeah! Oh! Ah, die Gegner vorhin, da war es sehr effektiv drauf. Ah. Okay, ich krieg trotzdem Schaden, aber naja. Und ich krieg wieder unglaublich viel Erfahrung, wie ich sehe. Ah, Mann. Es nervt schon ein bisschen. Also. Aber da, gut, da 50 maximal KP schon erreicht sind, also so viel wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Und vielleicht kriegen wir ja im letzten Gebiet dann nochmal so ordentlichen Schub an Erfahrungspunkten, damit man aufs höchste Level kommt. Und ganz ehrlich, das ist hier so ein Spiel, da will ich nicht nachtrainieren, da will ich nicht grinden. Das gestaltet sich, glaube ich, jetzt ziemlich anstrengend. Palastschlüssel. Schlüssel für den Kristallpalast. Ich hoffe eigentlich, wir kommen jetzt gleich zum Boss damit. Weil, noch länger dieser verwirrenden Tempel möchte ich eigentlich nicht sein. Er ist cool gemacht, aber es ist sowas, das nicht das nutzt sich ab, sondern das ist irgendwie anstrengend für meinen Kopf gerade. Das klingt so, als würde ich nichts abkönnen oder so. Nee, es ist einfach so dieses. Es ist merkwürdig. So. Aber es gibt ja schon wieder zwei Eingänge, also wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Okay. Du kannst nicht vorbei, ohne die Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Okay. Welche Rätsel? Kann ich irgendwas machen? Kann man nicht schieben? Redest du mit mir? Vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Dann schätze ich mal, wir müssen die Statuen verschieben, aber es ist irgendwie komisch gemacht, dass die alle das gleiche sagen. Sie wirken erstmal wie Sphinxen, die einem dann ein Rätsel aufgeben. Okay, ich schätze mal. Der wird hier schon ganz richtig stehen. Ich kann. Ach nee, ich kann nicht seitlich schieben. Aha. Okay. Nochmal raus. Nicht seitlich, ich kann nicht horizontal. Ich kann nicht vertikal, ich kann nur horizontal schieben. Ja, jetzt ist das hier wieder richtig gestellt. Hä? Den kann ich auch nicht schieben? Okay, der ist richtig. Du? Bist dort anscheinend falsch. Ich kann hier ja durchlaufen. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ja. Der ist jetzt eins daneben, das ist klar. Der steht richtig und der steht hier vorne. Aber wieso kann ich dich von hier aus schieben? Hä? Muss ich das gerade verstehen? Wieso kann ich nur hinten schieben? Dann komme ich doch hier hinten gar nicht ran. Oh, man kann sie... Man kann sie umdrehen. Das ist ja... Oh... Kommt da erstmal drauf. Ich schätze mal, dann kann ich sie auch nach unten drehen und nach oben. Die Statuen sind ja dreidimensional. Ja. Die sehen aus der Richtung extrem cool aus. Muss ich ja mal sagen. So. Und ich hoffe mal, sie müssen dann nicht alle noch irgendwie richtig stehen. Also,
alles richtig stehen. Also, ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Also richtig in die gleiche Richtung gucken, meine ich. So, und du guckst mich jetzt mal von vorne an. Oh, der guckt aber böse. Die Zähne sind geil. Ich bin sehr froh, dass das keine Gegner sind. Ah, geil. Oh, ich liebe das, wenn man richtig sieht, dass es Papier ist. In Paper Mario. Ich finde das so cool gemacht, wenn da so Sachen ausklappen. Das hier ist in dem Teil noch nicht so stark ausgeprägt. Ich habe das Gefühl, wir kommen gleich zum Boss. Alles klar. Nee, dann gehe ich jetzt zum Boss. Wie gesagt, es kann sein, dass eine Episode länger wird. Okay. Wer ist in meinen Palast eingedrungen? Ah, ich wollte gerade sagen, warum hat er einen Entenschnabel? Aber es ist der unsichtbare Kerl mit einer Eiskrone. Mario, du bist also endlich da. Du glaubst jetzt tatsächlich, den Stern retten zu können. Aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser in einem Mario auf Eis zum Geschenk machen. Das Gefühl, das war gerade lauter als beabsichtigt. Ja. Gump. Nein. Splitterchen gibt es auch noch. Okay, also jetzt zwei Gegnertypen. Das ist der Kristallkönig. Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. Okay, 70 Angriffskraft, 6 Verteidigung, 2. Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren. Wenn deine KP niedrig sind, wird er versuchen, sich zu teilen. Ein Angriff hat eine Stärke von 8. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Alles klar. Gut, nee, das bringt nichts. Also erstmal Attacke. Ja, ein Schaden. Wuhu. Ich habe leider nur ein Flammenschild, keinen Flammenangriff. Okay, da habe ich schon mal komplett verkackt. Was mache ich denn mal? Habe ich irgendwas? Nee, das sind ja alles nur die Fähigkeiten, stimmt. Ja. Dann sollte ich vielleicht die BP ein bisschen aufsparen. Ich habe nicht eine Ahnung, mit wem ich jetzt angreifen will. Wobei ich auch gerne die Splitterchen irgendwie scannen würde, aber es ist nicht so wichtig. Denn theoretisch gesehen müsste Koopas Feuerpanzer ja ziemlichen Schaden machen, weil der sieht ziemlich eislastig aus. Nein, er ist normal wirksam. Und neue Splitterchen. Wie viel? Wieder 3. Okay. Stimmt, erstmal wieder wechseln. Weil es kann ja sein, dass ich die besiegen kann. Und ich möchte wissen, wie viel KP sie haben. Scanner. Splitterchen. Das ist ein Splitterchen. Grundsätzlich sind Splitterchen nur Stücke des Kristallkönigs. Du kannst sie leicht zerstören. Sie haben nur 1 KP und sind nur gefährlich, wenn der Kristallkönig sie ausspaltet. Ihre Verteidigung beträgt 0. Sie sind eher schwach. Aber sie werden immer wiederkommen, bis du den Kristallkönig besiegt hast. Okay. Da das kein Eischarakter ist, werde ich jetzt einfach mal meine Schneepuppe werfen und hoffen, dass die dadurch trotzdem Schaden kriegen. Yeah. Mit Schal und Eimer auf dem Kopf wäre er noch cooler. Weil dann wird er zu den Wächtern gehören. Doch, es sind Eisgegner. Ach stimmt, die Verteidigung wurde einfach umgangen dann. Zumindest einmal hat es geklappt. Ja, schön, schön, schön. Schlag plus. Und yeah, das läuft schon mal besser. Und
Weg wechseln. Wer war denn das mit dem... Ich glaube, es war Warp, der meinen Angriff erhöhen konnte. Fähigkeit. Drobolader verstärkt mal das Angriffskraft für kurze Zeit. Ah, genau. Und zweimal. Angriffskraft wird vorübergehend erhöht. Neue Spielerchen sind bereit. Kommt ruhig her, ihr Hunde. Ich werde euch erwischen. Gut. Und jetzt mit dem Hammer. Mal schauen, wie viel Schaden es macht. 7. Ja. So kann man es ja taktisch aufbauen. Ah. Mitglied wechseln. Stimmt, ich habe noch gar nicht den neuen Angriff von Sushi gezeigt. Das können wir jetzt gleich mal machen. Oh. Okay, A, B und C runter, wie hier angegeben. Das werden wir gleich mal machen. Okay, nicht ganz perfekt. Cooler Effekt. Oh, das kann ich sehen lassen. Und die Splitterchen werden zu Steinen. Oh. Super. Total super. Verdammt, die kann ich ja nichts ausrichten. Spuk? Nee. Mitglied wechseln, dann... ja. Komm du nochmal raus, weil du machst den gleichen Schaden wie Mario. Gib's ihm! Okay, es ist... Also besser greife den Splitterchen an, als dass sie nicht da sind. Schöne Sache. Aber ich bin aus dem Eis raus. Immerhin, das sei mir gewährt. Ich muss ihn angreifen. Ich muss ihn angreifen, weil er viel zu viel Schaden, weil er viel zu viel Abwehr hat. Angriffskraft ist wieder normal. Das ist ja toll. Na, mal gucken, wie viel Schaden ich mit dem mache. 5. Na ja, stimmt, er macht sonst 6, also macht das... Ah ne, er macht 7? Er steigt Angriffskraft um 2. Nach dem Kampf wieder normal. Nach dem Kampf oder nach dem Angriff? Das werden wir gleich herausfinden. Nein. Nein, die sind zurück. Die sind back in town. Ich glaube, ich weiß, was hier gerade. Mario hat, ja, ziemlich aufs Fressbrett bekommen. Also, ihr seht die Gusswunde, heiligen Stern. Wie er sich darüber freut. Musste sich bloß noch ein Peach-Kleid anziehen, dann wäre, glaube ich, überglücklich. Ja, das kann sich schon eher sehen lassen. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber es geht langsam voran. So, du frisst den Ahornsirup, damit wir im Notfall nochmal Spezialattacken draufhauen können. Und ja, dann würde ich sagen, ist die Strategie für jetzt erstmal klar. Danach muss ich mal schauen. Ach so, nach dem Angriff, nicht nach dem Kampf. Okay, er hat keinen Bock mehr, seine Schergen zu rufen. Das ist ja schön. Das freut mich. Und wenn ich jetzt auch noch mehr verkacke, ja, dann hört es sowieso auf. Nein! Mach das nicht! Ich muss einen richtigen Körper wischen, hieß es. Ja, dann werde ich wahrscheinlich wirklich besser alle gleichzeitig angreifen. Koopa. Erledige das. Ja. Ja, war ganz vorne. Macht er das jetzt jede Runde? Ich kann dem auch nicht ausweichen, oder? Schon, aber das ist echt kacke. Das ist richtig kacke. Dumm, dumm, dumm. Okay, er macht mehr Schaden als Gumbario dadurch. Also ist hier die Angriffskraft vermutlich, nicht die Vielfältigkeit der Angriffe mal. Ah, ist okay, kann man mitleben.
Wenn ich den... Kann ich den einfach denn ausweichen? Jetzt mal ehrlich, weil das ist ein bisschen hart. Ich sollte mich demnächst übrigens vor Bosskämpfen mehr mit Blütenpunkt-Heilmitteln eindecken. Habe ich das Gefühl. Oh, danke. Dankeschön. Sprung. Ja, Sammy, das ist super von dir. Du kannst das richtig gut. Du bist so ein Pro-Gamer. Apropos Pro-Gamer, kennt ihr das Minderheitenquartett? Das hat mir Cliff gezeigt. Das ist extrem mies. In der Erweiterung gibt es 20. 20. Entschuldigung. Gibt es die Kategorie Freaks. Und das sind Pro-Gamer und Cosplayer. Ich bin kein Pro-Gamer, aber es hätte auch nur ein Gamer sein können, dann würde beides auf mich zutreffen. Ja, okay, ich sehe mich jetzt einfach zu Freak. Das ist super. Völlig okay. Ja, teile dich ruhig. Du kriegst gleich was Schönes in die Fresse. Wenn er sich nochmal um 20 KP hält, reicht's mir aber. Ja, da hab ich keinen Bock drauf. Ich mache die Bosskämpfe immer voll in einen Part, finde ich. Das mache ich jetzt, also den letzten Kampf dann auch. Macht mehr Sinn. Klar, er kann auch noch fliegen. Noch mehr Skills, bitte. Ist auch überhaupt nicht unfair oder so. Nee. Schon wieder der letzte. Das letzte ist er. Seinen wahren Körper. Er scheint keinen richtigen Körper zu haben. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Das ist wieder... Die Bosse sind alle kreativ. Also auch vom Stil her. Oh, ist das schön, wenn das nicht durchgeht. Aha, oh, ist das schön. Ach, verdammt, ich wollte doch... Ich wollte fokussieren. Ich wollte doch fokussieren, ich Idiot. Ich brauche doch den Sternsturm. Was? Ey, komm, das ist unfair. Das ist echt unfair. Wie derbe kann er sich denn heilen? Braucht doch ewig, um 20 KP abzuziehen. Entschuldigung, dass ich mich gerade aufrege, aber das ist mies. Das ist einfach nur mies. Ich habe doch kaum Angriffe. Also ich habe doch kaum welche mit ordentlich Angriff. Ja, jetzt heilst du dich wieder auf roten Ast ab. Ja, ist okay. Sterne. Sternensturm. Ich hoffe, das kann er nicht unbegrenzt machen mit dem Heilen, weil sonst ja, muss ich die Folge abbrechen und zeige euch dann, wie er besiegt ist. Also wenn er sich nochmal heilt, breche ich die Folge ab. Und zeige euch dann, wie es weitergeht. Wenn er wieder ja, stillsteht. Ja, jetzt trifft er auch wieder. Er regt mich auf. Er regt mich unglaublich auf. Hab ich das schon erwähnt? So, in den letzten 2 Minuten. Ja. Genau. Und das ist total fair für mich. So, dann muss ich Cooper wohl wieder wegschicken, weil der kann ja jetzt nichts machen. Ja. Mitglied wechseln. Bringt nichts. Ich muss Swap nehmen. Ja, ich vermute mal. Da der nämlich noch nicht war. Ja, ich hatte sogar recht. Er ist es. Jahaha. Ja, danke. Toller Gegner. Mega fair. Ist auch überhaupt nicht zum Kotzen. Ich könnte ja nicht mal mehr eine Gruppenattacke starten, weil ich keine Blütenpunkte regenerieren, weil Mario nicht mehr dran kommt und keine Sternpunkte, kein Fokussieren machen kann. Aus dem gleichen Grund. Er kommt einfach nicht mehr dran. Er war so lange nicht mehr vorne, also... Nein, der war es nicht.
Ja, klar. Noch mehr Wünsche. Selbst wenn, es hätte ja nicht ausgereicht. Du hättest ruhig den Punkt noch regenerieren können, weil dann hätte ich es vielleicht fast geschafft. Vielleicht fast. Okay, ich kann es jetzt schaffen. Sogar noch bevor er mich tötet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich groß. Also, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 3. Weniger, weil ich bin ja ein Timing-Boom. Okay, der war es schon mal nicht. Er war gerade schon in der Mitte. Ich schätze, er ist vorne. Bitte lass ihn vorne sein, lass ihn vorne sein. Nein, okay. Gut, dass ich Lebenspilze habe. Oh, oder dass er verfehlt. Sprung in die Mitte. Sammy, du bist ein Loser. Du bist ein totaler Loser. Weißt du das eigentlich? Elektrohi. Yeah! Ich habe ganz vergessen, wie praktisch rum. Wow, 42. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Oh nein, der letzte der hohen Sterne. König Bowser, vergib mir. Und da ist er tot. Einfach so. Mario, du Killer. Gut. Damit haben wir den Schnauzerstern gerettet. Der was kann? Gut. Dann sammeln wir noch ein. Ja, wir machen das jetzt noch bis zu dem Speicherpunkt komplett. Der DDR-Vaterstern. Kapitel Ende. Michael Ende. Fritza, der letzte der Sterne, wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario Bowser stellen, den Stern und dem Sternstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternstab zurückerlangen oder bleiben alle Wünsche ungehört? Gut, dann beende ich das an der Stelle. Mit dem Bildschirm starten wir nächstes Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt extreme Überlänge hat. Naja, was soll's. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren anderen Videos, allem, was ihr sonst gerade tut. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Semni.